Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dishonored. Beim letzten Mal haben wir uns in das Hauptquartier der Attentäter geschlichen, die damals auch die Kaiserin Jessamine Caldwin erledigt haben. Und wir sind auch auf deren Anführer getroffen, Daud. Und nachdem wir eine Runde mit dem gekämpft haben, hat er etwas getan, womit man nicht so wirklich gerechnet hätte. Und zwar hat er um sein Leben gebettelt. Er hat gesagt, er würde verschwinden, aus Dunwall abhauen und nie wiederkehren. Und dass wir ihn doch bitte, ja, verschonen sollten. Und ja, die Frage ist jetzt natürlich, oder die Frage war, sollten wir das tun? Denn immerhin hat er die Kaiserin getötet, hat Emily entführt und hat uns in diese problematische Lage gebracht, sage ich mal. Und ja, die Frage ist natürlich auch, ob wir ihm einfach so vertrauen können. Es ist ja, ich meine, selbst angenommen, wir kriegen alles wieder hin und wir lassen ihn am Leben. Am Ende kommt er vielleicht zurück und holt sich doch nochmal Emily, man weiß es nicht. Dementsprechend war das eine Entscheidung, die nicht ganz so einfach war und die ihr treffen musstet. Und ihr habt euch dafür entschieden, dass wir Daud am Leben lassen. Wir vertrauen ihm mal. Er hat ja auch gesagt, niemand sollte eine Kaiserin töten. Hoffen wir, dass er sich daran erinnert, wenn er einen Auftrag kriegen würde, Emily zu erledigen. Und Sie wählen Gnade? Außergewöhnlich. Und weg ist er. Hoffen wir, dass es die richtige Entscheidung war. Ich glaube, da hat er sich gerade wegteleportiert. So, was haben wir hier? Auf jeden Fall ein Knochenartefakt. Rache. Wenn du schneidest direkt dein Adrenalin. Nee, danke, brauche ich nicht. So, was wir aber auf jeden Fall brauchen, ist der Schlüssel von Daud, der hier noch ist. Den braucht man nämlich auf alle Fälle. Schon allein, um die Sachen aufzuschließen, aber auch um weiterzukommen, um uns Havelock zu holen. Pendleton und Martin, die uns ja betrogen haben. Aber erstmal gucken wir uns hier ein bisschen um. Was haben wir denn hier? Nun ist er tot. Auf Wiedersehen, Lord Regent. Kaiserlicher Spion. Ach, okay, Moment, das brauchen wir nicht hören. Das haben wir uns beim letzten Mal schon angehört. Wir haben beim letzten Mal gehört, wie er das aufgenommen hat. Das brauchen wir uns nicht nochmal anhören. So, hier haben wir den Schlüssel. Dann kann ich ja jetzt erstmal das hier aufmachen. Oben war, glaube ich, auch noch was, was wir damit aufmachen können. Galvanier-Verbundgewebe, nicht schlecht. So, dann nehmen wir mal das mit, gucken uns noch an, was er hier noch stehen hat. Das Ende von Black Sally. Bevor Slackjaw die Straßen des Destillerierbezirks beherrschte, gab es keinen Anführer, der so skrupellos, brutal und gewissenhaft den anderen Bürgern ihr Gold aus den Taschen zog wie Black Sally. Wie so viele aus Morley hatte sie helle Haut und grüne Augen und ihr Haar war so schwarz wie das Nichts. Es heißt, sie habe schon früh mit ihrem Wirken begonnen. Als Mädchen betörte sie einen Mann mit ihrer Schönheit, während sie ihm in einer Seitengasse begegnete. Plötzlich verschwand ihr verführerisches Lächeln und ein Messer durchbohrte den armen Kerl. Noch bevor er seinen letzten Atemzug getan hatte, war sie schon mit seinem Geld über alle Berge. Als Anführerin war sie noch schlimmer und kommandierte die übelste Straßenbande, die Dunwall bis dahin gesehen hatte. Zu ihren Einnahmequellen gehörte alles, von Schmuggel bis Prostitution. Selbst vor einer Schutzgeldvereinbarung mit der Bäckergilde schreckte sie nicht zurück. Sie war im wahrsten Sinne des Wortes auf den Geschmack gekommen. Jewel Robin, Hauptmann der Wache, machte es sich zum Ziel, sie zu stoppen und arbeitete ein halbes Jahrzehnt daran. Das Ende von Black kam unehrenhaft. Robin und seine Männer entzündeten Rauchfeuer in Fässern nahe dem Lagerhaus, in dem sich Black Sally und ihre Bande tagsüber versteckten. Aus Angst, das Haus würde brennen, stürzte sie mit ihren Leuten auf die Straße, wo Hauptmann Robin und seine besten Männer Netze über sie warfen und durch den freigebigen Einsatz von Schwert und Pistole niemanden am Leben ließen. Ich glaube, das haben wir schon mal gelesen, oder? Ich glaube, ganz am Anfang haben wir das tatsächlich schon mal gelesen. Ist ja aber auch nicht so schlimm, das nochmal zu hören. So, und was über Kaiserin Jessamine Caldwin? Viele von uns, die unter ihrer Herrschaft gelebt haben, werden bis ans Ende ihres Lebens über die blasse Schönheit mit den stechenden Augen und das schändliche Ende, das ihr eigener, durchtriebener Diener und Schutzherr über sie gebracht hat, trauern. Zu Zeiten ihres Vaters traten die Caldwins ins Rampenlicht des Hofes, weil die vorige Dynastie keine Erben hatte. Dem neuen Kaiser folgte eine Zeit des Wohlstands, doch seine Tochter hatte weniger Glück. Während ihres kurzen Lebens verursachten politische Intrigen und kleinere Konflikte Risse im Kaiserreich, wodurch die Einheit der Inseln untergraben wurde. Die Seuche war jedoch ein Schrecken, auf den weder Kaiserin Caldwin noch irgendjemand sonst vorbereitet war. Ja, hoffen wir mal, dass wir es irgendwann so hinkriegen, dass die Bücher das Richtige erzählen, nämlich dass wir nicht die Kaiserin getötet hatten. So, wir hatten hier oben noch eine Truhe, das weiß ich noch. Ein Juwelenkästchen und ein Brief an Daud. Daud. Ich bin zufrieden. Corvo wäre mir von großem Nutzen gewesen, aber ihre Improvisation war ausgezeichnet. Ihn für das Verbrechen verantwortlich zu machen, hat die Dinge sehr vereinfacht. Ich hoffe, Sie sind mit der Bezahlung zufrieden. Ich werde bereits in Kürze wegen weiterer Aufträge auf Sie zukommen. Hiram Burrows. Okay, ja gut. Weitere Aufträge wird es nicht geben, das ist das Schöne. So, wir sollen da zum Tunneleingang. Aber
das Ding... Ach, okay, der ist da unten. Das Ding ist, ich will eigentlich einen anderen Weg zu dem Tunneleingang nehmen, nämlich den über diese Tür, die wir beim letzten Mal gesehen haben. Da hatten wir ja den Zettel gesehen, dass wir da Dauds Schlüssel brauchen. Und da ist, soweit ich mich erinnere, ja auch noch eine Rune unten, ne? Genau, und die würde ich natürlich auch ganz gerne mitnehmen. Und ich glaube, hier war auch noch ein bisschen was, was wir mitnehmen konnten mit Dauds Schlüssel, oder? Das hier konnten wir doch aufschließen, genau. Ein bisschen Geld. Und das hier auf der anderen Seite auch noch. Und eine Taschenuhr der Inchmouths. Interessant, Inchmouths. Interessanter Name. Na gut, so, genau. Diese Tür konnten wir aufschließen. Jetzt die Frage, ob hier noch irgendjemand Wache steht. Da draußen ist tatsächlich noch jemand. Hätten den Schlüssel doch gar nicht gebraucht. Wir hätten auch hier einfach durchs Fenster gekonnt. Na gut. Da ist, oh, da ist noch ein Gemälde von Sokolov. Sehr schön. Das hole ich mir auf jeden Fall mal. Gucken wir mal. Das quaternionische Grunzen des Foltermeisters. Ja, der Foltermeister hatte ja auch was mit dem Outsider am Hut, wenn ich mich recht entsinne. Und ich glaube, dass da unten, ja, das ist die Rune. Okay, kann ich hier einfach runterspringen? Ja, kann ich. Ansonsten scheint hier keiner zu sein. Brief an den Direktor. Das war's. Wir schließen. Nach all den Jahren. Dabei haben wir doch gerade erst die neue Statue von Jessamine Caldwin entdeckt. Eine eingestürzte Wand und ein kleiner Wassereinbruch und schon verlassen wir das Haus und verteilen unsere Büros auf die ärmeren Bezirke? Sind Sie des Wahnsinns? Hat die Seuche Ihr Hirn etwa in Rattenhirn verwandelt? Haben Sie den Urin des Outsiders getrunken? Jede dieser Erklärungen würde ich eher akzeptieren als die Umzugsanordnung, die heute Morgen auf unseren Schreibtischen lag. Wenn das Ihre Vorstellung davon ist, wie Sie uns als Direktor behandeln, dann werde ich diesen Umzugsbefehl nicht befolgen. Betrachten Sie dies als meine Kündigung. Percival Cox, ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der Handelskammer von Rutshaw. Okay. Die haben hier, die alte Handelskammer ist hier also das Hauptquartier. Glühpaste. Und eine Rune. Können wir jetzt nicht tatsächlich schon Vitalität auf Maximum bringen? Ja, sehr schön. Vitalität. Jetzt die Frage, Blutdurst will ich nicht nehmen. Tödlicher Schwarm auch nicht. Ist die Frage, Windstoß oder Schattenangriff? Ich glaube, wir gehen auf Schattenangriff, sollten wir noch genug Runen finden. Der ist immer noch besser als der Windstoß. Der Windstoß ist mir ehrlich gesagt zu auffällig. Gut. Weiter geht's. Tunnel zum Tor. Da unten müssen wir hin. Achso. Hier brauchen wir Dauds Schlüssel dann aber spätestens. Gut, dann auf. Auf zum Tunnel zum Tor. Da wären wir dann auch. Und wie sich das gehört, neues Gebiet. Wir prüfen erstmal, was es hier so gibt. Da drüben ein Knochenartefakt und da drüben eine Rune. Wir müssen da zum Rutshaw-Tor, wie es aussieht. Na gut, dann würde ich sagen, holen wir uns als erstes mal das Knochenartefakt. Gucken mal, was hier so rum. Ob hier was... Ach Gott, da sind Ratten. Und das sind nicht wenige, die greifen mich wahrscheinlich an. Wisst ihr was, ihr blöden Viecher? Jetzt kommen sie, sowas Blödes. Ich würde euch am liebsten mit einer Granate erledigen, aber ihr müsstet mal stehen bleiben. Der Schwarm müsste mal stehen bleiben. Habe ich sie erwischt? Da sind auf jeden Fall ein paar Blutflecken. Yo, ich glaube, ich habe einfach alle Ratten mit einer Granate getötet. Geil, macht's nach. So, wo ist das Knochenartefakt? Da. Seuchenresistent. Beinahe bewirken etwas weniger Schaden. Uninteressant für mich. Na gut. Da geht's zum Rutshaw-Tor und da drüben wäre eine Rune. Schauen wir mal. Wir sehen uns erstmal hier ein bisschen um. Aber die Rune würde ich schon ganz gerne auch holen, auch wenn wir sie nicht brauchen. Aber es könnte ja auch ein Outsider-Schrein mal wieder sein, ne? So, aber ich glaube, außer Ratten ist hier nichts dabei. Da oben ist noch ein Elixier oder sowas. Oh. Was kommt da? Ach du Scheiße, da kommt ein Leichenwagen an. Na, ganz großes Kino. Die werfen die Leichen ja einfach runter, hä? Oh, da hustet jemand. Sind das Zivilisten? Es gibt kein Krankenhaus, das sagte ich doch. Ja. Bleiben Sie die Leute zusammen, weil es ein Heilmittel gibt? Es sind Stadtwachen. Die sollten doch... Die Leute beschützen! Das haben sie. Sie beschützen die Gesunden vor Leuten wie uns, den Kranken. Mir geht es nicht so schlecht. Manche Leute überleben es, richtig? Oder nicht? Einer von 1000. Wahrscheinlich 10.000.
Das Risiko gehe ich ein. Wenn ich hier rauskomme und es mir besser geht, werde ich mein Leben ändern. Ein Neubeginn. Ganz von vorn. Mach's gut, mein Junge. Seltsam. Sie sehen nicht krank aus. Sie sind kein Opfer und keine Wache. Vielleicht ein Geist aus dem großen Nichts? Alle paar Minuten kommt ein neuer Wagen. Wie viele wohl gestorben sind? Man sagt, ein Drittel der Stadt. Ich wollte es nicht glauben, doch dann sah ich selbst den Leichenberg. Sie haben uns einfach draufgeworfen. Ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Ich weiß, warum Sie es tun. Aber ich wollte zu Hause sterben. Was, die hauen jetzt schon die Lebenden auf die Leichen? Na, das ist ja nicht sonderlich schön. So. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal die Rune da oben. Sollten aber aufpassen, hier könnten natürlich überall noch Gegner rumhocken. Also gerade wenn hier so viele Seuchenopfer sind, können hier natürlich auch überall Weiner sein. Da oben ist zum Beispiel, obwohl das sieht nicht nach einem Weiner aus, die steht noch sehr gerade. Ja, die steht noch sehr gerade, die Person da oben. Das sollte wahrscheinlich einfach nur Krankgar sein. Pyarus Mana Elixier, brauche ich. Huch, jetzt habe ich... Ach verdammt, jetzt habe ich aus Versehen Sokolov-Elixier genommen. Naja, gut. So, dann schauen wir mal. Kommen wir irgendwo dahin? Ja, klingt aber nicht so gut. Da kommt ein weiterer Leichenwagen an. Tach. Hau ab! Zurück, was bist du? Bist du eine neue Wache? So wie ein Tallboy? Kann nicht sein. Vielleicht ein Arzt? Kleiner Spaß. Vielleicht ein Attentäter? Auf der Durchreise, wie? Wolltest du auf dem Seuchenwagen mitfahren? Das probieren immer wieder ein paar. Und dann fallen sie runter und brechen sich den Hals. Doch das wird dich nicht davon abhalten. Fast geschafft. Es ist ziemlich einfach, von hier auf die Dächer zu kommen. Wirst du sehen. Auf dem Seuchenwagen? Interessante Idee. Was willst du von mir? Mich ausrauben? Dich mit mir im Heu wälzen? Mich retten? Ich gehe nirgendwo hin. Ich bin hier ganz alleine hergekommen und ich werde hier bleiben. Denkst du, da draußen ist es besser? Ich sage es dir nur ungern, aber so sieht's nun mal aus. Das, was du hier siehst, das ist Dunwall. Der überschwemmte Bezirk, der Bezirk der Reichen. Bald wird alles so aussehen. Naja, sieht echt nicht schön aus hier, ne? Musst du nicht auf einen solchen Wagen springen? Tut mir leid, dass ich mit dir reden wollte. Na gut, gucken wir uns hier mal noch ein bisschen um. Brief an Alpha. Liebster Alpha, es macht uns nichts aus, dass du krank bist. Bitte komm nach Hause. Wir kümmern uns um dich. Ich habe keine Angst. Deine Schwester hat mir verraten, dass du dich im überschwemmten Bezirk verstecken willst, um dort für dich allein zu sterben. Bitte tu uns das nicht an. Bitte. Ich liebe dich. Ja gut, ich glaube nicht, dass derjenige, der den Brief geschrieben hat, die Frau wiedersehen wird. Denn ich glaube, selbst wenn die nicht an der Seuche stirbt, wird sie hier wahrscheinlich nicht so einfach wieder wegkommen, ne? Ist hier sonst noch irgendwas? Da sind Bolzen halt, aber die kann ich nicht mitnehmen. Oh, was haben wir denn da noch? Fischstatue. Na komm, wenn du hier sterben willst, dann brauchst du die Fischstatue nicht, oder? Geist der Tiefe. Geist der Tiefe, Sirene der Träume. Ich wanderte viele Stunden die Küste entlang, ließ Dunwall hinter mir zurück, bis das Klagen der Vögel und das Rauschen der Wellen all meine Gefühle zum Verstummen brachte. Ich weinte, wissend, dass du nicht zu mir kommen würdest, Geliebte. Du regierst meine Träume, in denen ich mit Sinnen, die ich im Wachen nicht besitze, die dunkle Pracht deiner Heimat in der Tiefe erblicke. Dort ruht der Ozean auf deinem Rücken wie ein schlafendes Kind in den Armen seines Vaters. In diesen schlaflosen, verzweifelten Nächten erscheinst du mir nicht als mächtiger Leviathan, sondern als junger Mann mit Augen so schwarz wie das Nichts. Eieiei. So, hier war doch aber irgendwo diese Rune. Da oben, okay, ich muss aufs Dach. Auf dem Dach sollen wir angeblich ja auch irgendwie auf den Seuchen- oder Leichenwagen springen können, wurde gesagt. Gucken wir mal. Und damit theoretisch hier wegkommen, wäre natürlich eine clevere Idee, glaube ich. Weiß bloß nicht, ob das so gut klappt, wie sich die Frau das vorstellt.
Also bisher hat es ja noch keiner geschafft. Gut, bisher war auch noch keiner Corvo, aber schauen wir mal. So, von hier sollen wir auf das Ding springen. Ja, von hier können wir theoretisch darauf. Und von da dann theoretisch da drauf. Und dann würden wir mit dem Ding da lang fahren. Aber das Problem ist doch, wir fahren doch dann da direkt durch eine Lichtwand, oder? Der fährt doch da durch, oder? Ja, natürlich. Da werden wir doch sterben, wenn wir das tun. Da ist ein Walöltank. Wahrscheinlich müssten wir den entfernen, um die Lichtwand zu unterbrechen. Na gut, schauen wir mal. Wir gucken uns erstmal noch um. Vielleicht gibt es ja noch einen besseren Weg. Eieiei, es war eine ganz schöne Höhe. Gucken wir uns erstmal noch ein bisschen um. Da ist noch der Vater mit seinem Sohn. Na gut, schauen wir mal. So, hier ist zu, wie es aussieht. Aber hier geht es durchs Haus wahrscheinlich. Frage, da ist ein Gegner. Frage, ob das jetzt wieder Zivilisten sind. Da ist auch einer. Ich glaube, das sind wieder Zivilisten. Das heißt, die dürften uns nicht verpfeifen, wenn wir jetzt hier auftauchen. Stachelige Granathülle. Interessant. Ja, hätten wir jetzt bloß noch Piero, ne? Gucken wir mal. Bist du ein Zivilist? Ja, du bist ein Zivilist. Oh, der hat einen Schlüssel. Und was ist mit der Lichtwand am Rochefort-Gate? Wir werden geröstet. Darüber können wir uns Sorgen machen, wenn wir da sind. Du hast noch keine besseren Ideen gehabt. Weil du nicht richtig zuhörst. Diese Tallboys warten nur darauf, zuzuschlagen. Wir schalten die Flutlichter ein und sie gehen auf die Jagd nach solchen Opfern. Und wir sind durch. Und töten ein Dutzend Menschen? Ich habe nicht vor, Menschen zu töten. Denk doch mal nach, Mensch. Wir müssen uns entscheiden. Der Typ mit der Maske kam den ausgetrockneten Kanal hoch. Das Gebiet der Walfänger. Nicht gut. Schon gut, schon gut. Wir stellen besser erstmal sicher, dass der Fluchtweg frei ist. Ich will ja nicht ertappt werden. Mir egal, ob ich eine Hose trage, solange ich hier rauskomme. Hä? Was hat das eine mit dem anderen jetzt zu tun? Okay. Gucken wir uns mal hier um. Also eine andere Möglichkeit wäre noch irgendwie Scheinwerfer zu aktivieren. Aber so wie es klang, würden die Tallboys, die hier zu sein scheinen, dann Jagd auf irgendwelche Zivilisten machen. Ich weiß nicht, das ist ja irgendwie auch nicht der Sinn. So, hier braucht man einen Schlüssel, ne? Der hatte doch einen Schlüssel, der Typ. Kann ich mit denen nicht einfach schnappen? Du hast doch auch nichts dagegen, wenn ich hier bin, oder? Ich glaube nicht. Du hast auch nichts dagegen, wenn ich mir mal deinen Schlüssel schnappe. So. Gucken wir mal ganz kurz hier rein. Die haben auf jeden Fall einen Walöltank. Ach, damit wollen die vielleicht den Scheinwerfer dann aktivieren. Na, mal gucken. Brief an Firk. Ey, Firk, noch ein Ratschlag zu deinen gierigen kleinen Schatzsuchen im überschwemmten Bezirk. Wenn du dich verirrt hast und der einzige Ausweg das Rutschau-Tor ist, wird dir dieses Werkzeug helfen. Wenn du durch die Türen gelangst, findest du den Schaltkreis für die Lichtwand gleich auf der anderen Seite. Am besten komme ich mit, dann kümmere ich mich um die komplizierten Dinge. Craigy. Kabelwerkzeug, Sokolov, paar Münzen, Urne, ansonsten nichts weiter. Ich kann hier ein bisschen was trinken. Na gut. Nein, ich wollte eigentlich das Ding wegstecken. Na gut, sehen wir uns mal oben. Hier sollen noch irgendwo Tallboys sein. Das ist natürlich nicht schön. Ein ordentliches Problem auf jeden Fall. Vielleicht sollte ich ab jetzt ein bisschen sicherer hier gucken, was wir tun. So, wo sind denn die Tallboys? Da vorne. Da ist auf jeden Fall ein Tallboy. Ich gehe erstmal auf die Lampe, würde ich sagen. Beinahe nicht wieder rausgeklettert wären. Wie oft habe ich darum gebeten, dass nur Leichen abgeladen werden sollen? Die Dinge ändern sich nie. Das solltest du wissen. Ein Typ von der letzten Schicht meinte, dass der Lordregent wie ein Schwein von der Klinge eines Attentäters abgestochen wurde. Was geht da vor sich? Geht da wohl vor sich? Oh, das sind mehrere Tallboys. Kannst. Aber jetzt halt die Klappe. Mir wurde gesagt, dass hier noch ein paar Infizierte herumlaufen könnten. Sie stecken ab und zu die Köpfe raus, aber ich hatte so viel mit diesen Toten aus dem Kanal zu tun, dass mich das nicht gestört hat. Die Tallboys sollen sie ausräuchern. Wenn ein Wein einkommt, dann haben wir das gleiche Problem, hundertfach.
deswegen müssen diese Idioten mit ihren Seuchenwagen jeden einzelnen Körper ausweiden, bevor sie ihn hier reinwerfen. Wenn wir die Lichtwand wieder aktiviert haben, wird's einfacher. Neue Walöltanks sind unterwegs. Endlich! Ich habe Besseres zu tun, als nach den Dingern zu suchen. Genau. Ich kehre in die Zivilisation zurück. Oder was davon übrig ist. Viel Spaß hier drin. Den will ich haben. Weil die Tallboys ja so gute Gesprächspartner sind. Okay. Also ich habe jetzt 3 Tallboys gesehen insgesamt. 1, 2 und ich glaube links müsste noch irgendwo einer rumlaufen. Also ich habe auf jeden Fall gerade noch einen dritten irgendwo gesehen. So, wo ist denn der andere Typ jetzt? Der zweite? Da läuft er lang. Da ist der dritte Tallboy. Okay, schauen wir mal. Was haben wir da unten? Da haben wir auf jeden Fall noch was, was interessant sein könnte. Und ich habe auch schon gesehen, da scheint auch irgendwie noch ein Hintereingang zu sein. Der wäre vielleicht auch nochmal interessant zu beobachten. Zu gucken, was dort sein könnte. Schauen wir mal. Und das sind wahrscheinlich diese Scheinwerfer, von denen gerade geredet wurde. Wenn wir die aktivieren, machen die Tallboys Jagd und wir könnten einfach gehen. Aber wir würden damit wahrscheinlich Haufen Zivilisten töten. Gut, ich würde sagen, wir erledigen erstmal den Typen da unten. Und lesen uns durch, was da steht. So, ich leg dich am besten aber irgendwo hin, wo dich nicht direkt ein Tallboy sieht. So. Ist hier ein Tallboy gerade in der Nähe. Da ist einer. Die patrouillieren hier echt ordentlich rum. Ah, komm, der sollte mich doch niemals sehen hier, oder? Notiz eines Unternehmers. Es wird immer schwerer, gesunde Arbeiter zu finden, die bereit sind, Leitungen im überschwemmten Bezirk zu verlegen. Darum nehmen wir alle kräftigen Männer, die Anzeichen der Krankheit aufweisen und bieten ihnen Arbeit im Tausch dafür, dass wir beide Augen zudrücken. Sie hängen diese Flutlichter auf und dann können sie mit ihnen machen, was sie wollen. Alter, nett. Und dann dürfen die nie wieder gehen. Sicherheitsprotokoll. In den nächsten Tagen werden wir die Anzahl der Abwürfe vom Seuchenwagen vervierfachen. Das bedeutet zwangsläufig, dass wir es mit einer steigenden Anzahl an Infizierten zu tun bekommen werden, die sich totstellen, weil sie hoffen, so zu überleben. Hier ist der Plan, wie wir den Bereich um das Rutshaw-Tor sichern wollen. Schritt 1, wir stellen einige Blitzpfeiler im Hof hinter dem Hotel auf. Wir errichten eine Straßensperre, aber wir dürfen sie nicht zuschweißen, weil wir nur über diesen Weg den Fluss erreichen können. Allerdings können die Infizierten das dann auch. Schritt 2, wir errichten eine Barriere zwischen der Thresh Street und dem Old Mosley. Kennel. Schritt 3, wir installieren mehr Lichter, um das Hotel und die angrenzenden Gebäude besser zu beleuchten. Vielleicht denken Sie darüber nach, sich den Öltank der Pfeiler zu nehmen, um das Flutlicht zum Laufen zu bringen. Tun Sie das auf keinen Fall. Die Pfeiler müssen ständig in Betrieb bleiben, um den Hinterhof zu sichern. Okay, Sokolov. Gut, dann schauen wir mal. Dann würde ich mich mal ganz kurz... Ach, guck mal, da sind noch Menschen drin. Das sind die, auf die die Tallboys Jagd machen sollen. Dann würde ich mich mal ganz kurz gerne da hinten umsehen. Was haben wir denn hier drin? Selbst wenn wir rauskommen, was dann? Leichen. Hört sich das eine an. Magnus sorgt sich. Was gäb's denn Schlimmeres, als im Schlamm des überschwemmten Bezirks zu sterben? Ich meine, selbst wenn wir rauskommen, stecken wir nur unsere Familien an. Ich habe keine Familie und wenn, wäre mir das egal. Mich hält hier keiner fest. Ich infiziere die ganze Stadt. Bringt mich hier raus. Ich habe gehört, Blake da hinten im Treppenhaus hat einen Plan. Klingt verrückt. Wir sind alle zu schwach dafür. Wenn ich höre, dass das Ding ausgeht, hau ich ab. Ich auch. Und ich wette, unser Familienmensch hier wird mir folgen. Okay, die verstecken sich hier vor den Tallboys. Die würden die wahrscheinlich angreifen. Wie gesagt, wenn wir die Lichter aktivieren, würden die Tallboys wahrscheinlich angreifen, diese Leute hier in dem Haus. So wie ich das verstanden habe. Warum versteckst du dich in dieser Maske? Wartet mal, lass mich mal kurz mein Schwert wegstecken hier. Nur weil kein Blut aus deinen Augen kommt, bedeutet das nicht, dass du nicht infiziert bist. Zieh Leine. Meinst du wohl, die Maske würde dich schützen? Okay, dann bleibt halt... Wie wäre es, wieder ohne Furcht zu leben? Wieder als Mensch zu leben? Schauen wir mal. Okay, wir reden mal mit den Leuten. Gucken wir mal, wer hier noch so ist. Ach, guck mal, da ist sogar ein toter Weiner dabei gewesen. Ja, ich weiß nicht, sollten wir den Leuten hier helfen? Ich meine, im Endeffekt würden wir damit vielleicht sogar die Seuche weiter oder wieder in Umlauf bringen. Ist ja auch keine gute Idee. Was sagt Ihnen das? Keine Ahnung. Dass wir nichts zu essen haben? Ich bin immun. Ich muss es sein. Einer von tausend und ich bin es. Wunderbar. Ich werde auf dem Weg zum Massengrab vor Freude ratschlagen. Seien Sie nicht zu verbittert, noch weinen Sie nicht. Und die Tallboys werden mich vermutlich sowieso töten. Vielleicht widme ich mein Leben auch der Suche nach einem Heilmittel, so wie Sokolov. Ach, hören Sie doch auf.
Wenn Sie draußen sind, heißt es ja wohl, aus den Augen, aus dem Sinn. Springen Sie doch von einer Klippe. Um Sie loszuwerden? Gute Idee. Ja, das ist natürlich aber auch richtig. Vielleicht ist ja auch jemand hier immun dagegen, ne? Müsste man mal gucken. Hallo. Bleib mir vom Hals, Schmutzfink. Bitte was? Denken Sie, ich sei eine Bettlerin. Ich bin eine Brimsley. Ach so. Zu Hause würde ich Sie rauswerfen lassen. Naja gut, wir stecken ja aber alle in der gleichen... Wenn ich hier rauskomme, werde ich alles niederbrennen. Alle im gleichen hier Problem. Hier lebt ein Mann namens Blake. Einfallsreicher Bursche. Unsere beste Chance auf eine Flucht. Sie finden ihn in der Halle dort hinten. Wohnhausschlüssel. Okay. Ja, wie gesagt, die Frage ist natürlich, wenn wir den, also ob wir den helfen könnten. Und wenn ja, ist das eine gute Idee. Weil wenn die wirklich verseucht sind, könnten die die Seuche wieder bringen. Auf der anderen Seite, was ist, wenn sie wirklich immun sind? Und ist es nicht sowieso besser, als wenn die hier einfach von den Tallboys irgendwann abgeschlachtet werden? Na, wir gucken mal. Wir reden mal mit diesem Blake. Mace Brimsleys Tagebuch. Okay, Mace Brimsley. Ich wusste jetzt nicht, ob es ein Frauenname oder ein Männername war. Scheint aber ein Männername zu sein. Als der Totenzähler kam, war ich mir sicher, dass sie auch mich mitnehmen würden, wenn sie entdeckten, dass meine Frau krank war. Ich sagte ihr, sie solle sich totstellen und ich tat dasselbe, in der Hoffnung, dass die Inspektoren entweder zu faul oder zu dumm seien und nicht genau hinsehen würden. Wie ich es vermutet hatte, werden wir auf den Seuchenwagen geladen, ohne dass einer von ihnen sich die Mühe machte, unseren Puls zu prüfen. Der Totenzähler schien sich nur für den Wert unseres Hauses zu interessieren. Zweiter Tag. Ich weiß nicht, ob es Glück oder grausames Schicksal war, dass ich den Sturz vom Seuchenwagen überlebt habe. Ich vermute, es steckt ein übler Fluch dahinter, denn nicht nur, dass meine geliebte Frau ebenfalls unverletzt blieb, obendrein ließ sie sich auch durch die Seuche nicht davon abhalten, endlich ihr Plappermaul zu halten. Schon bald entdeckten wir, dass wir nicht die einzigen Überlebenden waren, denn eine kleine Gruppe drängte sich nahe des Rutshot-Tors in der Hoffnung, eine Chance auf Freiheit zu erhalten. Dritter Tag. Inzwischen sollte ich eigentlich die Auswirkungen der Krankheit in meiner Brust und im Hals spüren, doch abgesehen von Hunger und Durst spüre ich gar nichts. Das ist halt die Frage, ne? Ich meine, viele sind hier scheinbar auch gestorben. Ist es die richtige Idee, denen zu helfen, wenn wir das überhaupt können? Aalbogen, überschwemmter Bezirk, Walzahn. Ich kenne das Land wie meine Westentasche. Der Blitzpfeiler versperrt den einzigen Ausgang. Und deine Freunde? Die könnten uns helfen? Die sind doppelt so gut wie ich. Wenn der Blitzpfeiler aus ist, werden sie kommen. Sie retten uns nicht, wenn er aktiviert ist? Sie sind gut, nicht verrückt. Die bewegen sich nur, wenn der Pfeiler aus ist. Okay, bist du dieser Blake? Ich kenne dich. Du bist der Schlechter von Dunwall. Lustig, dass du hier bist. Wenn du immer noch mordlustig bist, habe ich eine Idee. Freunde von mir kommen in ein paar Tagen, um mich zu befreien. Aber dieser Blitzpfeiler muss aus. Er ist im Hof hinter diesen Gebäuden. Treppe rauf und du hast einen guten Aussichtspunkt. Nimm den Öltank raus und der verdammte Pfeiler schaltet sich ab. Bald gehen die Flutlichter an und dann kommen die Tallboys. Mach dir nichts vor, die bringen uns alle um. Na, wie gesagt, das ist genau das Problem. Die werden die umbringen. Der Wohnhausschlüssel. Wenn du mich fragst, nimm die Treppe. Dann siehst du das Problem. Vielleicht fällt dir sogar eine Lösung ein. Es ist doch nur ein Blitzpfeiler. Ein Kerl wie du sollte das hinkriegen. Das ist nicht das Problem. Die Frage ist, sollte ich euch helfen? Ich nehme auch gleich die Treppe. Ich will bloß ganz kurz gucken. Ich kann doch hier jetzt auch aufschließen, oder? Ja, Tatsache. Na gut, hier gibt es ein bisschen Essen. Ich interessiere mich vor allem für die Münzen eigentlich. Sonst noch was? Nö, ich glaube nicht. Na gut, wir schauen mal. Also das Ding ist, wie gesagt, an sich hat er ja recht. Die, die immun sind, die hier zu halten, ist schlecht. Und eigentlich die hier abzuschlachten, ist auch keine richtige Idee. Schon allein deswegen sollten wir denen eigentlich helfen. Ich meine, klar, es kann wieder schlimmer werden dadurch, aber einfach so die Menschen zu töten, ist ja auch keine Idee, ne? Deswegen ist es vielleicht gar nicht mal so blöd, wenn wir das tun. Okay, hier scheint ansonsten keiner zu sein. Kupferdraht, ein bisschen Geld. Und da sind die Blitzpfeiler. Zwei Stück sind das sogar. Also ich muss da den Waloltank entfernen, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, ich werde ja von dem Blitzpfeiler getroffen, wenn ich das tue. Das macht es irgendwie gerade nicht sonderlich einfach. Ich habe... Moment. Ich habe eine Idee, passt mal auf. Komm mal von hinten. Gucken erstmal, was es hier sonst noch so gibt. Sind hier gerade Tallboys in der Nähe? Ich dachte, ich hätte was gehört, aber nee, okay.
Sind nur Kugeln. Ich habe eine Idee und... ist ja widerlich hier. Ruf zu den Sphären, Band 3. Ich habe keine Angst vor dem Nichts. Ich kümmere mich nicht um die geistliche Gesundheit der Schwachen, denn ich bin sein Bote, sein Auserwählter. Ich habe sein außergewöhnliches Reich gesehen, wo er sich für immer von der Substanz des Nichts ernährt. Allein in Orkados Schiff, dessen Deck rot mit Leben getüncht, zeichne ich mit meinen Fingern Pläne, während ich durch die Portale auf das Land blicke, das sich dort unten erhebt. Dort werde ich das erste Monument seiner Größe errichten, eine faulende Wunde im Fleisch der Natur. Geduldig werde ich bauen, auf dein Kommen wartend, o großer Spross des Nichts, Alter. Hier haben sie die ganzen Leichen hingepackt. Ich mach besser mal wieder zu. So, und zwar, meine Idee ist folgende. Hier oben kriegen uns die Blitzpfeiler nicht. Ich benutze erst diese Metalltafel, um den Schaltkreis zu manipulieren. So. Jetzt sind die Blitzpfeiler auf jeden Fall... Achso, ich kann Black... Das Ding ist, ich weiß jetzt nicht, die Blitzpfeiler treffen ja mich jetzt nicht, das ist mir klar. Die Frage ist bloß, treffen die Blitzpfeiler auch die Zivilisten nicht? Da bin ich mir nämlich nicht so sicher. Ich nehme sicherheitshalber einfach mal den Wahlöltank raus. Safe is safe, ne? Ich höre hier irgendwelche Tallboys rummarschieren. Okay, da müssen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Alles... Ist das schon Shuttlefrost? Bist du verwirrt? Eine merkwürdige Tätowierung auf deinem Handrücken. Ja, ja. So, Blake. Ich hab's geschafft. Der Hinterhof ist sicher. So was Mutiges habe ich noch nie gesehen. Und ich arbeite seit 15 Jahren auf dem Flug. Danke, dass das Ding aus ist. Bleib ruhig. Ich setze die Leute in Bewegung. Alles klar. Gefahrenzone. Oh, muss ich die jetzt beschützen? Ah, ist nicht so geil. Oh, jetzt sag bloß, die Tallboys kommen. Tatsache, die Tallboys kommen. Los, Bewegung, das ist es. Sie werden uns alle töten. Beeilt euch, beeilt euch. Komme ich da hoch? Erwarte nicht, dass ich jubel. Es könnte nicht so wild. Bis Blacks Freunde ankommen. Bis dahin sind wir alle tot. Okay. Der Tallboy. Um den muss ich mich vielleicht gleich kümmern. Wartet, schnell, 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 genau jetzt. Durch meine Befreiung haben sie fast schon die ganze Stadt gerettet. Sie sind ein wahrer Segen für die Gesellschaft. Ja, wenn du meinst. Shit, noch eins. Warte mal, ich habe eine folgende Idee. Ich muss den Tallboy wegbringen, sonst sieht er die jetzt. Zack. Okay, haben sie es geschafft? Ich hoffe. Ich nehme nochmal schnell die Zeitverlangsamung. Und guck mal jetzt, ist Blake weg? Ich glaube, Blake ist durch. Alles klar. Puh. Das war haarscharf, Blake. Du musst doch einfach nur aufpassen, wann der Tallboy vorbeikommt. Ich glaube, wir haben alle gerettet, oder? Puh. Okay, alle zuhören, meine Damen und Herren. Wie gesagt... Es mag noch einen Tag dauern, bevor meine alten Kumpel hier sind. Aber sie haben ein Schiff, das groß genug ist für uns alle. Also nur die Ruhe bewahren. Das lernt man, wenn man ein Schmuggler ist. Die Hälfte der Zeit wartet man ab. Nie wieder, das schwöre ich. Okay. Wenn ich frei bin, werden sie das nie wieder... Krieg ich noch eine Belohnung oder so? Warte mit uns oder kämpf dir den Weg frei, wenn du willst. Wie du aussiehst, könnte das sogar klappen. Ja, bevor es den Blitzpfeiler gab... Hatte ich hier oben ein paar Elixiere. Vielleicht hast du sie schon gefunden. Wie dem auch sei. Viel Erfolg. Oh, Brandbolzen. Elixiere kann ich gebrauchen. Ach da. Gerade Mana-Elixier ist gerade nicht unwichtig. Okay, wir haben die Leute erstmal gerettet. Vor dem Tallboy. Das ist schon mal eine gute Sache. Das Problem ist, wir könnten jetzt natürlich mit denen warten. Dammit. Ach, ich krieg das nicht hin, mich so zu springen und dann gleichzeitig zu teleportieren. Das Ding ist, ich will jetzt eigentlich nicht mit denen warten, um ehrlich zu sein. Das ist mir, ehrlich gesagt, dauert mir zu lange. So, deswegen, ich denke, unser bester Weg ist tatsächlich, wenn wir... Warte mal, ich glaube, ich gehe einfach oben raus. Unser bester Weg ist vielleicht tatsächlich, wenn wir...
auf den Leichenwagen draufspringen. Ob die überleben, weiß ich nicht. Ob es die beste Idee war, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Kann ich hier aufmachen? Ja. Okay, hier ist gerade kein Tallboy. So, ich denke, wir springen auf den Leichenwagen. Das ist das, was wir am besten können wahrscheinlich. Oder was für uns am besten ist. Die halbe Stadt ist tot. Wir werden keine... Die Frage ist halt, wie mache ich das mit den... Wie mache ich das mit den, mit der Lichtwand wahrscheinlich. Ich muss vorher abspringen, die Lichtwand deaktivieren und dann klappt das schon irgendwie. Hoffen wir, dass es klappt. Oh, die sind weg. Ach nee, die sitzen da jetzt, hä? Okay, er pennt und der ist halt tot. Hoffen wir mal, dass das so klappt, wie ich denke, dass das klappt. Also ich springe. Mein Plan ist, wie gesagt, jetzt folgender. Ich springe drauf, fahre bis an die Lichtwand. Da sollte mich ja kein Tallboy drauf sehen. Hoffe ich mal, die gucken ja wohl nicht auf den Leichenwagen drauf. Bin ich reingekommen? Ja, okay. Dann fahre ich bis zur Lichtwand, nehme vielleicht die Zeitverlangsamung einfach, nehme den Walöltank raus und... sicher ist sicher. Nehme den Walöltank raus und mach mich durch die Lichtwand. Und dahinter habe ich dann eigentlich keine Probleme mehr. Ich glaube, ich nehme sicherheitshalber dann tatsächlich die Zeitverlangsamung. Sicher ist sicher. Nicht, dass ich, wie gerade eben den Sprung mit dem, mit der Teleportation verkacke. Weil wenn das passiert, dann kannst du es voll vergessen. Wenn ich da nämlich runterfliege und nicht den Walöltank kriege, dann kriegen mich die Tallboys und dann kann ich eigentlich vergessen, irgendwas hier zu schaffen. Kommt da noch einer mal, oder? Ah ja, okay, da kommt er. Wenn ich das verkacke, dann war's das. Ist da oben noch irgendwas? Ja, ich glaube, wir hätten theoretisch auch da hochgekonnt, aber das bringt da jetzt auch nichts. Wobei, wir hätten vielleicht darüber noch gehen können. Na, wer weiß. Wie gesagt, ich denke, ich nehme die Zeit verlangsamt. Wir haben ja genug Elixier. Das sollte dementsprechend kein Problem sein. So, wir warten, bis er wieder gerade steht. Zack. So, und jetzt, wie gesagt, sicher ist sicher. Wenn ich da den Sprung verkacke, dann habe ich ein Problem. Da sind die Tallboys. Und jetzt. So, jetzt müsste ich es schaffen, oder? Ja. Walöltank raus. Und durch die Lichtwand durch. Da ist noch eine Lichtwand. Ah, warte mal. Fährt er da durch? Ich sehe da drüben einen Gang. Ah, sehr schön. Ich glaube, wir haben es geschafft. Und wir haben sogar die Leute gerettet. Sehr gut. Dann ab zum alten Hafenbezirk. Weiter geht's. Oh, jetzt geht's in die Kanalisation scheinbar. Da ist der Kanalisationseingang. So, neues Gebiet. Wir gucken wieder. 2 Knochenartefakte, eine Rune. 3 Knochenartefakte. Ein Knochenartefakt ist hier ganz in der Nähe. Komme ich da drüber, ist die Frage. Blöd gefragt. Komme ich da hoch? Zack. Okay, hier darüber muss jetzt das Knochenartefakt sein. Alles klar. Ach, sag bloß, ich komme nicht darüber. Da ist eine unsichtbare Wand, oder? Ja, da ist eine unsichtbare Wand. Okay, dann ist das Ding wahrscheinlich irgendwo anders, wo wir noch hinkommen. Ansonsten ist das da das nächste um die Ecke. Schauen wir mal. Erstmal gucken, dass wir hier nicht noch irgendwelchen Tallboys über den Weg laufen. Könnte auch gefährlich sein. Aber ich sehe hier erstmal nichts. Ein unbekannter Assassine. Ist das das Knochenartefakt da vorne? Ja, guck mal, da ist ein Knochenartefakt. Das kriege ich wahrscheinlich, wenn ich hier reingehe, oder? She was a wench. Ich weiß gerade nicht, was wench heißt. Verdammt. Sehr schön, ein weiteres Knochenartefakt. Nervtötendes Ziel 2. Ach, sag bloß, das hatten wir schon. Ja, da ist es. Gegnerische Schüsse können mit mittlerer Wahrscheinlichkeit verfehlen. Na gut. Ach, bringt halt nichts. So, ist hier oben noch was? Da ist eine Badewanne. Kann ich da vielleicht Mana trinken? Auf jeden Fall geht's hier auch raus. Wie sieht denn das aus? Vielleicht sind die Knochenartefakte auch in der Kanalisation drin. Na, das kann natürlich auch sein.
gucken wir mal. Ah, da vorne sind Weiner. Na gut, um die muss ich mich jetzt nicht kümmern, um ganz ehrlich zu sein. Da unten ist der Kanalisationseingang. Sehr schön. So, da Kugeln. Pierrusmana-Elixier. Sehr schön. So, dann machen wir mal die Kanalisations auf. Ich vermute mal, dass die restlichen Sachen, die ich gesehen habe, jetzt irgendwo in der Kanalisation sein werden. Komm, lass mich rein da. Zack. Oder? Ja, die sind irgendwo auf dieser Höhe hier. Müssen wir mal gucken, ob wir die finden. Gleichzeitig will ich aber aufpassen. Hier könnten natürlich auch immer Weiner drin sein in der Kanalisation. Da vorne ist ein Tor. Und da liegt doch einer. Ist das nicht einer von... von der Bottle Street Gang? Tach, was machst du denn hier? Du bist der maskierte Kerl, der all die Lords und Ladies getötet hat. Du kommst hier nicht durch ohne den Kanalisationsschlüssel. Gib nur einen Ort, wo du an den Schlüssel kommst, und ich würde da nicht nochmal hingehen. Nicht für alles Gold im Dunwall Tower. Nicht nochmal. Vielleicht hättest du aber mehr Glück. Jemand hat uns in der Destillerie angegriffen. Mit den Ratten. Ich weiß, das klingt verrückt. Dann rannte es wieder in die Kanalisation. Wir kamen hier runter, um es zu töten. Slackjaw ging voraus. Lief schief. Ich konnte gerade so entkommen. Weiß nicht, was mit Slackjaw ist. Er hatte den Kanalisationsschlüssel. Aha, Slackjaw hat also den Kanalisationsschlüssel. Erst Nebel. Dann Ratten. Ratten überall. Slackjaw jagte sie. Tiefer in die Kanalisation. Okay, da wären auch Knochenartefakte in der Richtung. Oder eins zumindest. Die anderen sind in der anderen Richtung. Na gut. Schauen wir mal. Da vorne soll es irgendwo sein. Na gut, wir gucken mal. Oh nein. Ah, Flusskriecher, meine Lieblingsgegner. Aber schnell erledigt. Mit der Anvisierung geht das ja auch alles ganz gut, muss ich sagen. Wir müssen scheinbar eh hier unten lang, wie es aussieht. Da wäre ein Knochenartefakt. Oh, da sind auch mehr Flusskriecher, ey. Na ganz... Ach, geil. Okay, passt auf. Bevor die mich sehen... Habe ich alle erwischt? Ich glaube, ja. Gut, dann bleibst nur noch du hier rechts neben mir. Oh, hier die Leichen, ganz nett. Na komm, mach auf. Mach auf. Erledigt. Sehr schön. Ich krieg sogar einen Bolzen zurück. So, sonst noch einer zum Plündern von denen. Sehr schön, alle eine Perle dabei. So, da müssen wir hin. Da ist irgendwas noch, was wir uns holen können. Ah, Knochenartefakt. Okay, wir müssen den Tresor knacken. Was haben wir denn hier? Jellys nächste Aufgabe. Jelly, du alte Pfeife, hier ist noch eine Aufgabe für dich. Die Lumpengräfin, diese alte Hexe, hat mir gesagt, dass man seinen Geschmack für Whisky im Monat des Windes verliert, im Monat der Saat verliert man sein Augenlicht und im Monat des Eises macht man seinen letzten Atemzug. Wenn du deinen Anteil willst, weißt du, was du zu tun hast. Die 13 Monate. Okay, wartet. Ich glaube, ich ahne, worauf das hinausläuft. Gucken wir nochmal ganz kurz. Was brauchen wir? Wir brauchen Monat des Windes, Monat der Saat, Monat des Eises. Wie vor langer Zeit festgelegt wurde, gibt es 13 Monate, jeder von ihnen 28 Tage lang. In den letzten Stunden des Jahres ruft der Oberaufseher das Fest der Fuge aus. Monat des Windes. 1, 2, 3, 4, 5. Dann hatten wir Monat der Saat, das ist die 2. Und Monat des Eises, das ist da unten, das wäre dann die 5, 6, 7, 8. 5, 2, 8. Hoffen wir mal, dass das passt. Dass die Idee richtig ist. Ja, soll ja auch für jemanden, der nicht so clever ist wie ich, funktionieren, ne? Spirituelle Quelle. Das klingt doch nach was ich brauchen könnte. Du regenerierst etwas schneller Mana. Na, sieh mal einer an. Haben wir irgendwas, was wir wegmachen können? Das halte ich mal, das ist eigentlich ganz gut. Fallender Stern. Das brauche ich eigentlich auch nicht so dringend, aber vielleicht habe ich ja noch was Schlechteres. Nee. Das könnte ich wegnehmen. Das könnte ich auch wegnehmen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich mache mal sanfte Berührung weg, ganz ehrlich.
Das ist jetzt nicht so wichtig. Spirituelle Quelle. Sehr schön. Etwas schneller Mana-Regeneration. So, die anderen beiden sind irgendwo da hinten. Alles klar. Gut, dann mal weiter auf zum Kanalisationsschlüssel. Hoffentlich kommen nicht noch viele von diesen blöden... Ich glaube, ich kann ja auch mal ein bisschen laufen. So viele von diesen blöden Flusskriechern, wollte ich gerade sagen. Das sind die nächsten. Ah, der eine hat mich sogar schon gesehen. Okay. Alle erwischt. Sehr gut. Sehr, sehr schön. So, wartet kurz. Kurz ein bisschen Luft auffüllen. Denn jetzt müssen wir, glaube ich, tauchen. Dann einmal losgetaucht. Zum Kanalisationsschlüssel. Okay, hier entlang. Was haben wir hier? Ah, Mist, ein Ausgang. Okay, hier können wir ein bisschen Luft, theoretisch ein bisschen Luft kriegen. Aber leider kein Ausgang. Wir müssen weiter schwimmen. Ah, ich glaube, da geht's nach oben, oder? Sehr schön. Ich hätte natürlich auch die Knochenartefakte aktivieren können, die mich schneller schwimmen lassen und länger unter Wasser oder länger den Atem anhalten. Aber gut, okay, ist jetzt auch nicht so wichtig. Was haben wir hier? Granate, Pistolenkugeln, eine Pistole selbst. Hier war noch was. Kupferdraht. Na gut, sehen wir mal weiter. Oh. Die Lumpengräfin. Das hässliche Fett und all die Sehnen abkochen und ein schönes Lied in deine Knochen schnitzen. Hallo! Ist da jemand, der diese verrückte Hexe töten kann? Ich kann dich reich machen! Ruhe jetzt. Die Lumpengräfin muss ich sammeln. Bring mich nicht um! Lumpengräfin, stopp! Hör auf damit! Können wir nicht drüber reden? Meine Messer müssen schön scharf sein, um in deinen Schädel einzudringen, Slackjaw. Schön scharf. Eieiei. Die Lumpengräfin hat Slackjaw also gefangen. Na gut, die sollte uns ja aber nicht angreifen. Wir sind ja ihr Geliebter. Wir gucken uns mal an, was hier so ist, um ehrlich zu sein. Vielleicht kann ich auch mit Slackjaw reden. Mal gucken. Seltsam riechendes Manuskript. Stärker als Knochen, ein Schädel voller List und Tücke, Walgalle, Knochenhaufen, abgekratzt, weißpoliert, entzündetes Feuer und brutzelndes Fett, große schwarze Klumpen, Laich, Brenne, Brenne, Federn, Vogel mit wahnsinnigem Blick viel zu Boden, Samen, Nesseln, Nadeln, Sehen, ein wenig rühren. Okay, vielleicht rede ich mal ganz kurz mit Slackjaw. Du mieser Betrüger, du bist auch hier unten. Könntest mir wenigstens helfen. Hast mich kräftig betrogen, maskierter Mann. Und hast außerdem die Kaiserin getötet. Oh ja, Corvo. Das erzählt man sich überall auf der Straße. Naja, gut. An sich gäbe es eine Möglichkeit. Ganz ehrlich, ich will jetzt aber nicht so offen sagen, dass ich gegen die Lumpengräfin, dass die Lumpengräfin töten will. Die ist ja auch noch da, deswegen, ne? Ich würde erstmal sagen, ist nicht mein Kampf. Ich denke darüber nach. Und vielleicht reden wir erstmal mit der Lumpengräfin. Was hat die hier vor? Sind das alles Walknochen? Was ist das denn für eine leckere Suppe? Tag auch. Da ist mein Liebster. Bist du bereit, mir mit Slackjaws Knochen zu helfen? Die Lumpengräfin hat ein paar Geschenke für dich. Ich habe sie verwahrt, falls du zurückkommst. Okay, das Ding ist ja, wir brauchen... Das Ding ist ja, wir brauchen den Schlüssel, diesen Kanalisationsschlüssel. Den hat ja eigentlich Slackjaw, wahrscheinlich hat ihn jetzt die Lumpengräfin. Und ja, wir müssen uns jetzt also entscheiden, was wollen wir tun? Wollen wir der Lumpengräfin helfen, Slackjaw zu töten und was dann auch immer sie mit ihm vorhat, um den Kanalisationsschlüssel und ihre Belohnung vielleicht zu bekommen? Oder sagen wir lieber, wir stellen uns gegen die Lumpengräfin und beenden das Ganze hier. Das ist natürlich mal wieder eine Entscheidung, die ihr treffen dürft. Und wie ihr euch entschieden habt, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Dishonored. Bis dahin, ciao.